Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Cherry Labs Shortcut-Serie. Wer Zahlen und Tabellen liebt, arbeitet zumeist mit Excel, dem langjährigen Dauerbrenner von Microsoft. Wir zeigen euch heute ein paar nützliche Shortcuts für diese Software. Let's go! Nachdem ihr Excel geöffnet habt, könnt ihr aus einem markierten Bereich ganz bequem mit STRG L eine Tabelle erzeugen. Da euer geliebter Arbeitskollege natürlich auch wissen will, wann ihr die Tabelle erstellt habt, fügt ihr mit STRG-Doppelpunkt schnell und unkompliziert das Datum ein. Ich gebe mal eben schnell meine monatlichen Ausgaben in die Tabelle ein und stelle fest, dass die Werte noch nicht formatiert sind. Wenn es sich um eine gängige Währung handelt, könnt ihr dies mit dem Shortcut STRG-SHIFT-4 inklusive zwei Dezimalstellen vollziehen. Wenn ihr mehrere Spalten oder Zeilen formatieren möchtet, solltet ihr das lieber mit STRG-1 im Zellenformatierungsfenster tätigen. Falls ihr der Tabelle noch eine Zeile hinzufügen wollt, ist STRG+ die schnellste Option. Wie viel das jetzt alles zusammen ergibt? Einfach die letzte Zelle anklicken, auf Alt-Shift-0 drücken und BÄM! Siehst du jetzt plötzlich, dass du dein Bankkonto schon weit überzogen hast? Mit der Tastenkombination STRG-K öffnet sich ein Fenster, mit dem ihr noch einen Browser-Link hinzufügen könnt, wenn es notwendig sein sollte. Wenn euch eine Zelle wichtig ist, könnt ihr sie natürlich farbig hervorheben. Ach ja, mit STRG-Y könnt ihr eure zuletzt getätigte Aktion übrigens wiederholen. Zuletzt könnt ihr die Tabelle wie gewohnt aus anderen Programmen mittels STRG-S speichern. So, das waren ein paar grundlegende Shortcuts zu Excel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet wieder etwas Nützliches mitnehmen. Haut rein! Thank you.